Petra Steger, FPÖ, ist nun an Bord. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018, also bereits in wenigen Monaten, übernimmt Österreich zum dritten Mal nach 1998 und 2016 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Damit wird Österreich zum Mittelpunkt der europäischen Politik und hat endlich die Möglichkeit, auch gesetzgeberisch und politische Entscheidungen auch gewichtig zu forcieren. Dafür wird es fast 100 Ratssitzungen geben. Dafür wird es auch am 20. September in Wien einen EU-Sondergipfel zum Thema innere Sicherheit geben. Wien wird also in diesem Jahr noch zum Zentrum der europäischen Sicherheitspolitik werden. Und gerade bei diesem so wichtigen Thema Sicherheit wurde in den letzten Jahren, vor allem 2015, unter einer SPÖ-Führung, möchte ich nur anmerken, eine komplett falsche Richtung eingeschlagen. Eine Richtung hin zur unkontrollierten Massenzuwanderung. Eine Politik der Grenzen auf für jeden. Eine Politik, die dazu geführt hat, dass es immer mehr Unruhen zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Und genau das, sehr geehrte Damen und Herren, muss in Zukunft verhindert werden. Doch dazu braucht es ein Umdenken. Denn das wird nicht gelingen, wenn man weiterhin die Vogel-Strauß-Taktik der letzten Jahre weiterhin verfolgt. Es wird nicht gelingen, wenn man Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen der letzten Jahre auf europäischer Ebene einfach ignoriert. Und es wird auf jeden Fall nicht gelingen, wenn man sogar darüber nachdenkt, irgendwelche Sprech- oder Kritikverbote einzuführen, so wie das die Linken immer wieder auf europäischer Ebene fordern. Nein, das, sehr geehrte Damen und Herren, ist der falsche Weg für Europa. Es muss in einer Demokratie, es muss in Österreich und es muss in Europa erlaubt sein, Kritik auch auszusprechen. Und genau das haben wir in den letzten Jahren gemacht, ohne dabei gleich auch als EU-feindlich abgestempelt zu werden. Die FPÖ stand und wird auch immer positiv gegenüber der Europäischen Union stehen. Doch wir waren auch so mutig, in den letzten Jahren diese Kritik, diese berechtigte Kritik auch zu äußern. Und ich sage, wer Europa im Herzen trägt, der muss auch Kritik gegenüber der Europäischen Union aussprechen. Denn nur dann, wenn man das Problem anspricht, kann man es auch lösen, sehr geehrte Damen und Herren. Denn wenn man die Augen verschließt vor den Fehlern, die jedem Bürger in der Europäischen Union, in Österreich bewusst sind, denn genau dann wird es zu einer immer größeren Ablehnung der europäischen Bürger führen, der Europäischen Union. Genau dann wird es zu diesen, genau deswegen ist es gekommen zu diesen Wahlergebnissen der letzten Monate und Jahren, was die Liste Pilz so kritisiert haben. Genau das sind die Gründe davor. Und genau deswegen möchte ich auch noch mal einen Appell an SPÖ, NEOS und Linke hier in diesem Haus richten, dass sie eben wirklich einmal aufpassen müssen mit ihrer Europapolitik. Nicht, dass sie am Schluss, am Ende, so wie es Hegel ausgedrückt hat, der List der Idee zum Opfer fallen und genau das bewerkstelligen, was sie eigentlich verhindern wollen, nämlich die Schwächung der Europäischen Union. Deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, steht auch in diesem Regierungsprogramm, und dazu stehen wir auch, ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union und ihren Grund- und Freiheitsrechten. Aber es werden, und das freut mich sehr, auch zum ersten Mal neue Wege beschritten und Lösungen präsentiert. Und das wird auch wichtig sein für diesen Vorsitz im Rat der Europäischen Union, weil es werden viele Herausforderungen auf uns zukommen. Es wurden schon viele angesprochen. Es geht um die Überregulierung auf europäischer Ebene. Es geht die werden auf uns zukommen, die Brexit-Verhandlungen, wo wir sicherstellen müssen, dass Österreich als Nettozahler nicht noch mehr belastet wird in Zukunft. Und ein weiterer Schwerpunkt wird mit Sicherheit auch sein, die Migrationsfrage und der EU-Außengrenzenschutz. Und da hat unser Innenminister Herbert Kickl vollkommen richtig gesagt, Österreich, wir entscheiden, wer Asyl hier erhält und eben nicht die EU. Endlich gibt es eine Regierung, einen Innenminister, der das ausspricht, was natürlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und sich auch mit aller Kraft und Vehemenz gegen die geplante Dublin-IV-Verordnung stemmt, die den Familiennachzug stark erleichtern würde, was wie ein Magnet für weitere 10.000 Asylwerber darstellen würde, sehr geehrte Damen und Herren. Und es gibt noch natürlich auch viele weitere interessante Themen, wie die notwendige Bürgernähe, die hergestellt werden muss. Die Subsidiarität wurde angesprochen. Das alles sind Herausforderungen in der Zukunft. Zum Ende möchte ich jetzt nur noch sagen, es freut mich auch sehr, dass dieser neue Weg
beschritten wird, dass Österreich schon jetzt auch nicht mehr als Anhängsel Deutschlands oder irgendwelcher anderen Länder gesehen wird, sondern dass wir einen eigenständigen Weg gehen. Und nach kurzer Zeit schwarz-blauer Regierung wird Österreich schon jetzt als neuer, emanzipierter Partner und Vermittler respektiert und ernst genommen. Und in Zukunft möchte ich mitgeben, unsere Außenminister, Karl Neißl, aber auch für Sie, Herr Minister Blümel, ich bin stolz auf diesen eigenständigen und selbstbewussten Weg, den wir hier beschreiten werden.